Herzlich willkommen zu einem Tutorial und zwar für Arma 2 und Operation Overheat, wie man in 2024 Mods herunterladen kann. Und zwar, wir hätten einmal das Boy Mentor Active Forum für Arma 2 und Operation Overheat. Man hat hier ganz viel Auswahl an Mods. Man muss sich halt nur schlau machen, welche Links auf jeden Fall funktionieren und welche nicht. Armed Assault zum Beispiel funktioniert nicht, die Seite ist down. Wir haben aber Glück, die andere funktioniert. Und dann kann man die einfach runterladen und fertig. So, dann hätten wir noch mehrere Seiten, wo man direkt für Arma 2 Mods herunterladen kann. Ihr klickt auf Files, Add-ons und Mods, weil überall werden andere angezeigt. Das gleiche gilt für Arma 2 Operation Overheat auch. Und dann hätten wir noch eine populäre Soundmod für Arma 2. Und zwar JSRS Sound Mod. Die beste, die es überhaupt gibt. Die packe ich euch auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung rein. Und im Anschluss zeige ich euch, wie man Mods noch installiert. Bis gleich. Jetzt zeige ich euch, wie die Arma 2 Mods noch installiert. Ihr sucht das Inhaltsverzeichnis von Arma 2 Operation Overheat. Klickt drauf. Öffnet den Mod-Ordner. Nehmt die Mod halt, die ihr möchtet. Zieht diese einfach im Inhaltsverzeichnis herein. Und die Mod ist drin. Wenn ihr dann im Menü seid, geht ihr auf Erweiterung, scrollt herunter und ihr seht, diese Mod haben wir gerade hinzugefügt. Ihr geht einfach auf Aktivieren, auf OK. Ihr könnt die Mod später aktivieren lassen und noch weiterspielen als Beispiel, wenn ihr die noch nicht direkt testen wollt. Oder ihr klickt direkt auf OK und das Spiel startet sich neu und die Mod aktiviert sich. Zudem dazu wünsche ich euch dann viel Spaß damit und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis bald.